So Leute, ich bin jetzt noch mal zurück wegen dem Thema, die wunderbare, ach so tolle Aufgabe, nämlich was die hier betrifft. Setze Gebäude in Brand. Also wie es aussieht, funktioniert die bei gar keinem. Also irgendwie seitdem die Aufgabe raus ist, sie funktioniert einfach bei niemandem. Es steht auch nirgendwo irgendwas von Twitter, auf Twitter oder sonst irgendwo bei Neuigkeiten von Fortnite an sich. Außer dass halt alle sich natürlich beschweren, dass die Aufgabe nicht funktioniert. Aber ich sage euch halt wirklich klipp und klar, sobald das Ganze morgen wieder funktioniert, beziehungsweise heute den Freitag, werde ich natürlich für euch die Aufgaben weitermachen. Aber ich werde halt jetzt, sag ich mal, für heute dann das Spielen beenden. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht und noch nicht zu sauer auf Fortnite. Denkt dran, das Spiel ist immer noch kostenlos. Wir kriegen ständig Content. Und in Anführungszeichen können wir uns absolut nicht beschweren. Auch wenn wir natürlich auch sagen müssen, Epic Games verdient so viel Geld. Ist es denn so schwer zu gucken? Funktioniert auch alles? Sitzt da kein einziger Mitarbeiter, der vielleicht die Aufgaben dann live nochmal probiert? Und um zu kontrollieren, ob sie auch funktionieren? Scheinbar nicht. Grüße gehen da schon mal raus, auch wenn ich Creator bin. Aber ihr wisst ja, irgendwie werden wir das schon gemeinsam hinkriegen. Ihr seht, ich bin jetzt Level 112 bei den Aufgaben. Ich bin so gerade so dumm durchgehen, was wir alles noch so gemacht haben. Und ich kann euch sagen, die Aufgabe mit den Verkleiden. Hier bei Pleasant Park kann man die machen und bei Rust oder wie der heißt, kann man sich auch verkleiden lassen. Also, die geht auf jeden Fall schon mal bis 150, habe ich sie jetzt gehabt. Einmal verkleiden kostet ja 75 Gold, also da könnt ihr auch nochmal ganz schnell eure Aufgaben fertig machen. Dann sammelt ihr Tierknochen, könnt ihr nie genug mitnehmen. Wildtiere bin ich jetzt bei 50, Eismaschinen auch immer mitnehmen. Laufen sowieso, aber das macht ihr ja automatisch. Truhen durchsuchen ist auch so eine automatische. Und wenn ihr seht, dass irgendwo ein Auto fährt, schießt einfach drauf. Schießt nicht auf den Gegner, schießt auf das Auto. Den Tipp kann ich euch nur geben. Auch wenn es Solo ist, schießt auf das Auto oder auch aufs Boot. So, ich werde mich dann für heute erstmal verabschieden. Tut mir leid, dass ich keine neuen Infos in Anführungszeichen rausgeben kann. Wer natürlich trotzdem ein Like da lassen will und einen Kommentar eventuell, was ihr davon haltet, ob es euch nicht so interessiert, ob ihr entspannt seid oder genervt seid. Auf jeden Fall erstmal danke für den ganzen Support, auch für die ganzen Likes auf den anderen Videos. Wer wirklich supporten will, kann natürlich auch gerne nochmal die Emote-Playliste durchgehen. Einfach mal drunter schreiben, hab ich nicht. Würde mich halt echt mal interessieren, was für Emotes zum Beispiel gar keiner hat. Einfach ein Emote, was niemand sich gegönnt hat. So, ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Habt einfach Geduld mit der Aufgabe und haut rein.